Mein Name ist Juana Juan Banner. Ich bin die Alumni-Koordinatorin der Universität Bonn und betreue das Alumni-Netzwerk. Im Grunde, denke ich, das hat die Diskussion ja auch gezeigt, sind Romanisten genauso geeignet wie Absolventen anderer Fachbereiche, dazu Karriere zu machen in den verschiedensten Bereichen. Das ist vielleicht das, was wir eben auch angedeutet haben, Fluch und Segen zugleich. Es gibt nicht ein gezieltes Berufsbild, auf das man hinarbeitet, sondern man hat einfach eine große Bandbreite von Bereichen, in denen man sich betätigen kann, in denen man Karriere machen kann. Aber wenn man das erkennt und diese Chancen nutzt, offen ist für neue Richtungen, neue Erfahrungen, dann haben Romanisten sicherlich sehr gute Chancen, Karriere zu machen. Also ich glaube, die heutige Diskussion hat gezeigt, dass es eigentlich eher ein Holzweg ist, zu meinen, nur Kultur und nur Medien seien die Perspektiven, sondern ich glaube, von der Verwaltung über Unternehmen, über auch internationale Organisationen, NGOs gibt es breite Möglichkeiten, und man sollte eben genau das nicht tun, nämlich mit einem Tunnelblick sich nur auf ein Thema versteifen. Ich bin selber Hispanistin, habe also spanische Literatur studiert, habe das sehr, sehr gerne gemacht. Das hat mir großen Spaß gemacht. Diesen Spaß soll man sich nicht nehmen lassen. Ich denke, man kann Dinge nur gut machen, wenn man sie gerne macht. Und man sollte sich nicht einschüchtern lassen von Prognosen düsterer Art, sondern man muss sicherlich schon heute mehr als sonst während des Studiums sehen, wo kann ich irgendwann unterkommen, womit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Das ist sicherlich wichtig, aber man sollte nie den Spaß an seinem Fach verlieren. Das ist ganz wichtig.